Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Im letzten Part haben wir noch ein bisschen gebuddelt und heute machen wir uns dran, die Servertour zu machen. Schlau wie ich bin, habe ich natürlich vergessen, mir die Liste der Claims hervorzurufen, aber ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem, wir modernen Menschen, wie jungen und modernen Menschen von heute, sind ja alle mit einem Smartphone ausgestattet. Und ich war so schlau, mir diese Claim-Liste gestern oder so nochmal bei meinem Telegram in mein gespeichertes Ordnerchen zu packen. Jetzt muss ich hier eben kurz ein bisschen scrollen. Da ist sie und dann habe ich sie schon gefunden. Und damit legen wir jetzt los, würde ich sagen. Damit legen wir los. Und wir starten diesmal rückwärts mit dem ersten Claim. Und das ist Burg von Alahumib. Sie meinte, sie hat ein bisschen was getan. Da kann ich ruhig mal wieder vorbeischauen. Ich bin gespannt, ob ich Änderungen feststellen werde. So, hier erstmal ein bisschen Redstone. Aber jetzt räumen wir erstmal noch eben unseren Kram ein. Und dann machen wir uns wieder munter los. Immer einer der schönsten Momente für mich. Servertour ist immer cool, zu gucken, was ihr so alles gebaut und gewurschtelt habt. Deswegen an dieser Stelle auch gleich wieder der Aufruf, die nächste. Der Aufruf, reden läuft heute bei mir, wie man sieht. Solltet ihr bei der nächsten Servertour dann auch dabei sein wollen, gerne euren Claim einfach per PN oder hier in die Kommentare im Discord reinballern. Einfach irgendwie mir zukommen lassen. Und hier stimmt auch wieder was nicht. Ist wieder einiges durcheinander gegangen. Und dann könnt ihr gerne nächstes Mal mit dabei sein. Und dann kommt der Fuchs auch mal bei euch vorbei und schaut, was ihr so Schönes gebastelt habt. So, das kommt hier hin. Dann haben wir hier noch ein bisschen Granit und Andesite. Dafür müssen wir hier hin. Brauchen wir ein bisschen Andesite. Brauchen wir ein bisschen Granit. Und dann müssen wir den Bruchstein und Co. noch wegbringen. Und dann geht es schon, würde ich sagen. Dann geht es schon. Naja, Nierhox, du musst... Da muss ich mal meine Brut fragen, was die da wieder ausgeheckt haben wegen Rasenmähen. Nee, ich glaube, ich habe das nur nicht gereiht. Klar, klar, meint er, macht einen Wettbewerb mit der Oma, wer mehr Rasen mähen kann. Und ich dachte, es geht um dich, weil halt Oma. Aber ich glaube... Er meint seine richtige Oma. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es vermutlich nie erfahren. Eines Tages wird es sich aufklären. Ich bin vermutlich verwirrt, weil ich weiß jetzt, wenn er... Ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken. So, nee, wir lassen es lieber. Wir einfach mal, man muss auch mal... Ihr könnt es halt in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, was abgeht? Ist ja auch egal. So ist es. So ist es, ne? Ist auch egal, ihr dürft es aber gerne trotzdem in die Kommentare schreiben. Juti, wir sind soweit. Ich muss mir eben noch ein Stückchen Kaffee trinken, um die Stimme zu ölen. Ah, noch ist er warm. Und RPTP Burg. Wir legen los. Oha. Ich hole schon mal das Schwert raus, ob ich hier mal ein bisschen ausdünnen muss oder so. Werden wir gleich sehen. Ah ja. Geht wohl. Handwerker, Gelehrte. Okay, hier sind so ein paar Gelehrte, hier so ein paar Handwerker, das kennen wir ja alles. Das kommt mir alles auch noch sehr vertraut vor. Ich glaube, hier hat sich so gar nichts getan. Mal sehen. Was ist denn jetzt hier neu oder anders? Das sieht auch alles noch vertraut aus. Das ist alles gleich. Ich gehe mal hier hoch, vielleicht können wir von oben irgendwie was Neues sehen. So, soweit so bekannt. Das war dieser Komet, wo ich nicht geschnallt habe, wo der herkommt. Wo ich dachte, was ist das denn für ein Ding? Aber das soll ein Komet, das ist aus irgendeinem Anime. Anime-mäßig bin ich nicht so im Game, muss ich gestehen. Ich glaube, da hinten sind neue Sachen. Früher habe ich auch mal Animes geschaut, aber eigentlich auch nur das Zeug, was auf RTL 2 lief. Und das war's in der Regel. So, und ja gut, später dann haben wir uns mal noch Naruto organisiert in Original, weil das geschnitten kannst du das ja nicht ertragen. Aber sonst, also das Ding kennen wir auch, das Boot. Das sieht für mich alles immer noch gleich aus. Es ist schon eine sehr eigenwillige Burg, sag ich mal. Es sieht schon so aus, als wäre einfach jemand komplett ausgerastet und hat einfach mal drauf losgebaut. Es ist irgendwie so, hier ist so ein Dach, aber dann ist es hier wieder offen. Das ist auch noch offen. Hier ist auf einmal Glas. Ist halt alles ein bisschen chaotisch, muss man sagen. Dann hast du hier so in der Mitte so einen Turmbereich irgendwie. Jetzt kommt hier so ein kleines Steinding, dann ist hier schon wieder ein Loch.
Warum ist hier ein Loch? Wo führt es hin? Hier ist auch wieder ein Loch. Hier kommt so ein Gittermuster. Okay, das kann ich verstehen. Das sind irgendwelche so Style-Elemente. Kann ich nachvollziehen. Dann ist da oben dieser Komet aus irgendeinem Anime. So, hier sind ein paar Felder. Wieder Glas. Glas, Glas, Glas. Kleine Glaskästen. Die sind, glaube ich, neu, oder? In der Form diese Glaskästen, so wie sie da hinten sind, gab es letztes Mal, glaube ich, noch nicht. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Also es sieht jetzt erstmal nicht so aus, als hätte sich sehr viel getan. Hier sind ein paar Farmen gebaut worden, okay. Die erinnern ein bisschen auf die, die ich mal, oder an die, die ich mal gebaut habe mit diesen... Ach, guck mal hier, auch nicht einheitlich, sondern auch ein bisschen crazy. Was gerade so da war, ich hatte noch so ein paar Klappen da und nehme ich einfach, was gerade im Hause ist. Das kann man machen, bringt auf jeden Fall Dynamik rein. Und ich glaube, das hier ist jetzt neu, oder? Das haben wir noch nicht gesehen, das kommt mir nicht vertraut vor. Sieht aber ein bisschen aus wie so ein generiertes Gebäude, finde ich. Sieht nicht aus wie selbst gebaut. Kannst du mich mal aufklären, Alahu, ist das selbst gebaut oder ist das so ein generiertes Ding? Das sieht schon so irgendwie schon ein bisschen generiert aus. So, was haben wir hier? Reisebüro, Wohnung belegt von Domilum. Reisebüro und im Reisebüro gibt es eine Wohnung oder das Reisebüro ist das Reisebüro und zusätzlich gibt es auch noch eine Wohnung, die wird auch noch vermietet. Bin mir nicht ganz sicher. Hier ist das Boot, das kennen wir schon. Da bin ich mir nicht... Ah, auch nichts. Also das Teil hier, glaube ich, das haben wir gesehen, aber damals war das noch im Bau. Jetzt scheint das irgendwie fertig zu sein. Zumindest von außen. Das hier sieht cool aus mit diesen Holzdingern. So kann man dann große Türen designen. Hat was? Hat was? Ja, das hier ist, glaube ich, auch neu. In Gedanken an Jan Fedder, Ruhe in Frieden, Hamburger Jung. Okay. Kleiner Gedenkschrein an den guten Jan. So, und ich glaube, das Häuschen da hinten, dieses aufgebockte, auf Stelzen stehende Haus, ist auch neu. Das kommt mir zumindest nicht vertraut vor, muss ich sagen. Aber das heißt ja nichts, ne? Das heißt auch, kann auch heißen, dass ich es einfach wieder vergessen habe. Können wir mal schauen. Domilum. Aber das gehört auch Domilum. Das ist nicht von Alahu. Das Haus von Domilum. Boop. Domilum hat einen Hundi, den Bello. Und ansonsten ist es noch relativ karg und leer bei ihm im Haus. Aber das Wichtigste ist, da er hat einen Hund und eine Kiste. Ich finde, das reicht eigentlich, ne? Und ein Bett. Und Blumen. Das ist erstmal ein guter Start, hätte ich gesagt. Ist doch ein guter Start. Hier ist ein auffälliges Loch. Warum wird das jetzt wieder dunkel, ne? Ich werde eben mal Gott spielen, Time, Set, Day, Buff und mich hinwegsetzen über den Tag-Nacht-Rhythmus. Für unsere Servertour kann man das ruhig mal machen. Ah, hier sind legendäre Moddersäulen, immer wieder schön. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Ich glaube, das war's. Wir drehen mal nochmal eine kleine Runde. Sicher ist sicher, nicht, dass ich irgendwo was übersehe, aber sieht für mich jetzt erstmal so aus, als wäre es das. Musst du mir sonst nochmal in die Kommentare schreiben, Alahu. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt irgendwie die große Veränderung entdeckt. Sieht für mich fast noch aus wie letztes Mal. Außer diese Farmen, die sich getan haben. Aber sonst sieht das irgendwie... Es sei denn, das Ding ist selbst gebaut. Dann ist das auf jeden Fall neu. Ah, hier ist auch noch was. Guck mal da. Ich glaube, das gab es damals auch nicht. Was ist das? Für ein... Ding. Ja. Ich weiß es nicht. Es könnte ein Aquädukt sein. Aber ich bin mir beim besten Willen nicht so ganz sicher, was es darstellt. Es ist etwas. Ja, dabei bleiben wir mal. Gut. Ich denke, das war's. Mehr sehe ich nicht. Na Juli, dann gucke ich mal wieder auf mein Gerät und wir schauen, was wir als nächstes haben. Der nächste ist Hobbiton nochmal. RPTP Hobbiton. Okay, warte, habe ich falsch geschrieben? Nein. H-O-B-B-I-T-O-N. Ich habe es richtig geschrieben, aber es geht nicht.
Das macht mich traurig. Ich mach mal groß. Hobbiten. Hobbiten. Ah ja. Wichtig, wenn ihr mir Claims rüberballert, Groß- und Kleinschreibung beachten, sonst lübt das nicht. Nächste schwache Nerven. Links Fleisch, Wolle und Bärenfarm. Hinter dir Getreidefarm und Silos plus Leuchtturm. Rechts das Honigparadies, das klingt gut. Plus kleine große orange Überraschung. Für unseren Blaufuchs. Oh, da bin ich aber gespannt. Oh, geht der Falke? Jo, bis dann. Oh, der ist ja schon weg. Ich war zu langsam. Tschüss, Falke. Das siehst du vielleicht irgendwann im Video. Ich hab's leider zu spät gesehen. Okay, wir gucken uns nochmal wieder um. Ganz vorsichtig. So, da ist Hobbiton. Das hatten wir schon mal gesehen. Ich fand das damals schon ganz knuffig. Weil es bringt die richtigen Lord of the Rings-Vibes schon so mit. Man kann jetzt auch reingehen. Cool. Das ist der Essbereich. Hier können sich die Hobbits mal ordentlich eine hinter die Binde gießen. Ne? Man muss aus so einem harten Tag des Rumeierns. Schlafgemach. Das war ein seltsames Geräusch. Ach, guck mal, Bienen. Oh. Wie die mal so rauspluppern. Plupp. Okay, das machen wir wieder zu. Wobei ich will mich. Okay, nee. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes, weil es so beleuchtet ist. Nein. Okay. Das sieht schon ganz cool aus mit diesen beleuchteten Kisten. Das ist die Uhr. Diese Uhr hat einfach jeder, weil es ist die beste Uhr. Es ist die einzig wahre Uhr, muss man sagen, ne? Dann haben wir hier so ein ganz gemütliches, muggeliges Sofa. Sehr hübsch. Das lädt auf jeden Fall zum Verweilen ein mit einem kleinen, gemütlichen Lagerfeuer. Ich kann einen Kamin hier. Sehr schön. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Küche. Das sieht auch gut aus. Da bin ich ja echt noch nicht so gut drinnen, ne? So irgendwie in Architektur und Räume gestalten. Da gibt es einige Zauberraum mit Versteck. Jo, mal sehen, ob wir das Versteck finden. Also das ist der Zauberraum. Hier sind so ein paar Bücherregale, die sich wunderbar in den Boden einfügen. Sehr cool. Haha, wird noch gefüllt. Ich habe das Versteck schon mal gefunden. Wie macht man denn sowas, dass man halt so ein Bild macht und dann kann man da durchlaufen? Wie wird das gemacht? Ah, man macht zwei... Ah, ich verstehe. Man macht einfach offene... Man macht offene Tore und davor klatscht man ein Bild. Und dann sieht das nämlich aus wie so eine Wand. Aber man kann durchlaufen, weil dahinter Tore sind, die offen sind. Und durch Bilder kann man offensichtlich durchlatschen. Und so kann man ein Geheimversteck machen. Wupp. Erinnert ein bisschen an Doom und Duke Nukem 3D und so von früher, wo es sowas öfter mal gab, ne? Bupp. Okay, ich dachte, das wäre jetzt hier noch irgendwie was. Aber da kommt noch irgendwie was. Ah ja. Schon mal cool. Aber ich habe immer das Geheimversteck gefunden. Ich bin ein bisschen stolz. So. So, was haben wir hier noch? Ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, mal durch alle Bilder durchzulaufen. Oh, das sieht cool aus. Das hat auch dieses kugelige Feeling, ne? Das ist geil. Sieht echt cool aus. Und kugelig. So, hier ist das Lager. Ah, hier, Fässer. Name Tags. Wie viel hat er denn schon? 13, Respekt. 13 Name Tags. Läuft, läuft. Das gefällt mir. Also, sieht wirklich gut aus. Hier haben wir so ein kleines Endportal. Jeder sollte mal eins im... End sag ich schon. Netherportal. Jeder sollte eins in seiner Bude haben. Ne, da. Lädt zum Verweilen ein. Bergbau. Ach, guck mal hier nach verschiedenen Bereichen sortiert. Sehr cool. Ich glaube, ich muss auch mal mehr mit diesen Fässern arbeiten. Da hast du halt viel Stauraum auf wenig Platz. Ich habe es bei mir mit meinem Regal gelöst. Oh Gott, nein. Oh, sorry. Ich glaube, der gestrige Tag kickt langsam rein. Und das ist hier einfach platzmäßig schon geiler, ne? Fügt sich vor allen Dingen gut in diese runde Optik ein. So, Forst. Da habe ich gar nicht geguckt. Hier sind die ganzen Forstsachen. Ja, cool. Was ist das? Ziegel, okay. Was ist das? Netherwarze. Okay, was macht man denn damit? Naja, gut.
Ich lerne wieder neue Items kennen. Kannte ich jetzt bis jetzt noch nicht. So, Zauberraum mit Versteck, das hatten wir ja schon. Irgendwo war noch zur Mine oder so. Zu der Mine. Auch cool. Na, dann mal hinab. Wow. Kann ich springen? Ist in der Mitte Wasser? Oh, wollen wir es riskieren? Nee, oder? Wir riskieren es lieber mal nicht. Ich gehe mal so runter. Normalerweise ist man ja cool und baut dann in die Mitte so ein Wasserloch, damit man einfach runterspringen kann. Habe ich ja inzwischen auch gelernt. Ich mache ja mal zu eine Treppenhäuser, wo man nicht runterspringen kann. Zum Leidwesen aller, weil sie dann so wie ich jetzt hier rumspiralisieren müssen. Aber die coolen Kids machen ja immer so eine Wasserpfütze unten hin. Wupp, da ist nur ein Loch. Mal schauen, ob uns das getötet hätte. Ihr könnt jetzt noch abstimmen. Und wir wären zersplattert. Insofern alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Okay, hier geht's nämlich dann jetzt einfach in den hell erleuchteten Minenschacht. Ach, guck mal, hier ist aber sauber gearbeitet. Nicht so wie ich, ne? Immer zwei freilassen und gib ihm. Zwei freilassen, gib ihm. Zwei freilassen, gib ihm. Upala. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Habe ich es erfolgreich geschafft, mich jetzt schon zu verlaufen? Nein, ein Glück. So, dann gehen wir mal die Spirale wieder hinauf. Auroborea joined the game. Wollen wir mal Moin sagen? Moin, moin. Hier bei uns sagt man ja eigentlich nur Moin, Moin, Moin. Ist ja eher so Hamburger Bereich, ne? Aber manchmal, weil ich sehr viel in Hamburg war, kommt das noch raus, ne? Da sage ich dann auch noch Moin, Moin. Aber man sagt hier bei uns immer Moin, Moin, das sagen nur die Schnacker, weißt du? Die zu viel Zeit haben. Die machen das. Die sagen Moin, Moin. Und die normalen Leute, die nicht so viel Zeit haben, ne? Die sagen nur noch Moin. Okay, dann hätten wir das. Ich glaube, ich habe alles gesehen im Haus, hoffe ich doch mal. Wenn nicht, gerne mal Bescheid sagen. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ist richtig muggelig und hat halt auch dieses runde Flair. Also man kommt sich schon so rund Hobbit-mäßig vor. So, was? Da oben waren die Farmen. Das muss ich mir ja auch mal angucken. Da sind einfach Schafe. Schafe und... Wie werden die jetzt abgeerntet? Das sind so eine Schussanlagen, aus denen wahrscheinlich... Das ist auch nicht, da werden wahrscheinlich diese... Immer wenn die Gras fressen... Ups, jetzt hab ich das eingesammelt. Nee, nee, das gehört mir nicht, Bub. Ich kenne das nur, dass man so einen Observer dahin ballert und wenn ein Schaf Gras frisst... Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß irgendwas mit Observern und wenn das Gras gefressen wird, dann merkt der Observer, das gibt ein Signal an so einen Schussapparillo und der schießt dann so eine Schere raus. Sowas wäre das nächste, was wir mal bauen müssten. Fleischerei. Das wird nichts für schwache Nerven sein. Hier scheint das auch vollautomatisch zu funktionieren. Ja. Nix für schwache Nerven. Wie geht denn das? Die sind da einfach nur reingefercht. Kannst du mir erklären, wie das geht? Einfach nur Hühner einsperren und fertig, müssen die nix essen und so? Und wie ist das bei den Kühen? Die müssen sich ja auch irgendwie vermehren. Und dann müssen sie ja irgendwie geschlachtet werden. Wie läuft das? Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Es würde kein Blaufuchs-Gütesiegel bekommen. Das kann ich schon mal sagen. Hier geht's irgendwie runter. Oh. Was ist jetzt doof gelaufen? Ja, warte, ich schlag mich mal eben raus. So. Ups. Oh je. Alles kaputt gemacht hier wieder. Alles kaputt gemacht. So, zack. Ich war nie da. Okay? Wenn einer fragt, ist nie passiert. Okay. Oh, ist das schon wieder so weit? Holla, holla die Waldfee. Da vorne scheint der Leuchtturm zu sein. Ne, gucken wir uns gleich als nächstes an. Ja, Harley, ist ja cool, wir hören dich ja.
Meine Lieben, ihr hört den Horn Credo, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich im nächsten Part wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.